Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ich befinde mich am Pier der Küstenwache, wo wir in der letzten Folge eines der Eddie Winter Holobänder gefunden haben und eine bestimmte Technologie für eine Gelehrte der Bruderschaft geborgen haben. Und von hier aus würde ich ganz gerne in ja ungefähr nordwestlicher Richtung entlang des Ufers laufen. Und zwar einem Ort entgegen, der uns noch gänzlich unbekannt ist. Das heißt, den wir nicht nur nicht entdeckt haben bisher. Oh, guck mal, hier steht wieder so eine Kapsel. Ach, wie cool. Den wir nicht nur nicht entdeckt haben bisher, sondern auch noch gar nicht wissen, was es für ein Ort sein wird. Aber auch dort sollen wir wieder drei Dinge finden. Und deshalb würde ich sagen, lohnt sich das. Hier ist schon wieder so eine improvisierte Augenbot-Kapsel. Die kennen wir ja eigentlich schon von der Nähe der Satellitenstation irgendwas. Vor Hagen oder so war das, glaube ich, in der Nähe. Da haben wir schon mal so eine Kapsel gefunden und konnten dem Augenbot sagen, dass er uns bestimmte Dinge finden sollte. Kann ich das mit dem zweiten auch tatsächlich machen? Weil den ersten, da habe ich im Moment immer noch die Aufgabe, irgendwas, ich weiß nicht, eine Baseballgranate aus irgendeinem Sanatorium zu bergen oder sowas. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und dem kann ich so lange auch noch nichts Neues sagen. Aber jetzt habe ich hier eine zweite Kapsel gefunden. Vielleicht kann ich dem ja irgendwie was anderes aufgeben. Schauen wir mal, was brauchen wir denn gerade? Ballistische Faser, ich glaube nicht. Kristall, ach Gott. Nukleares Material. Ich glaube, ich habe da gerade keinen Bedarf. Munition, Sprengstoff, schon eher. Da könnten wir mal gucken, was er noch finden kann. Genau, Baseballgranate hatte ich dem anderen gesagt. Was haben wir denn noch Lustiges? Nuka-Granate könnte er mir mal finden vielleicht. Was ist das? Splittermine, Atommine. Klingt auch interessant. Plasmamine. Ach komm, finden wir mal eine Atommine, wenn das geht. Warte darauf, dass der Augenbot Atommine aufspürt. Ach, wie cool. Dann kann ich tatsächlich beide unabhängig voneinander losschicken. Das ist ja geil. Schwerwiegender Fehler bei Augenbot. Kommunikationsverbindung. Keine Verbindung mit Augenbot möglich. Alle Rückruf- und Administrationsfunktionen sind inaktiv. Achso, der muss jetzt der geht erstmal auf die Suche. Ach, wie cool. Hier haben wir noch so einen gefunden. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was er uns angibt, wo wir eine Atommine finden. Wie gesagt, dem anderen hatte ich gesagt, er sollte eine Baseballgranate finden. Das ist, glaube ich, ganz hier oben. Genau, Berge Baseballgranate aus Sandy Coves Sanatorium. Da bin ich noch gar nicht so in der Ecke gewesen und noch gar nicht hingekommen. Deswegen habe ich das auch schon Ewigkeiten, die Aufgabe. Ja, und jetzt wird der andere hier mir irgendwie eine Atommine finden. Auch ganz schön. Also hier in der Nähe vom Pier der Küstenwache gibt es eine weitere Augenbordkapsel. Sehr schön. Die andere war, glaube ich, hier oben irgendwo, meine ich. War das hier irgendwo in der Nähe von Vorhagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder hier hinten von der Vorhagen-Satellitenstation, glaube ich. Hier oben irgendwo, genau. Hier war das, glaube ich, in der Ecke. Zwischen der Satellitenstation und dem Sendeturm oder so ungefähr. Keine Ahnung. Irgendwo da. Naja, interessant. So, was ich eigentlich wollte, war eben zu diesem Ort hier. Und ich glaube, die Aufgabe haben wir auch schon ewig lang. Ich nehme mal an, von der Thematik her, dass wir sie eventuell in Diamond City bekommen haben. Von irgendjemandem. Und hier sollen wir eben eine signierte Baseballkarte, einen signierten Baseball und einen signierten Fanghandschuh finden an einem Ort, der bisher noch nicht näher spezifiziert ist. Aber laut Radar sieht es nach einer Ortschaft aus, tatsächlich. Wir schauen einfach mal. So, da drüben kann man auch rein, wie es aussieht. Wohnt da irgendetwas? Es geht auch nicht tief rein, deswegen schauen wir mal kurz. Hier ist ein bisschen Strahlung. Ah ja, es wohnt was. Es wohnt was. Ghule wohnen. Ich wollte euch eigentlich gar nicht stören. Ich wollte nur gucken, ob ihr irgendwelche Schätze habt.
Wow, schöner Schlag. So, komm her. Wo ist der andere? Da, es ist nur noch einer. Oh, das sieht ja auch creepy aus jetzt. Hier diese Hand, die aus dem Boden kommt und sich dabei auch noch bewegt. Sehr schön. So, wir machen uns weiter auf den Weg und sind ordentlich verstrahlt. Dann lohnt sich auch mal wieder ein Red Away. So, und vor uns liegt der Ort, an dem wir gleich drei Dinge finden sollen. Weswegen es sich natürlich lohnt, da hinzugehen, weil dann direkt drei Marker von der Karte verschwinden. Finde ich sehr gut. So, was haben wir hier? Meyer Lurks auf jeden Fall. Da vorne. Westing-Anwesen. Achso, doch, das habe ich aber schon mal gehört. Dann hatten die uns das gesagt. Also den Namen gesagt, dass wir hier hingehen sollen zu diesem Anwesen und hier das Zeug finden. Es hatte sich doch herausgestellt, dass Lorenzos Artefaktpistole sich gut gegen Meyer Lurks eignet. Davon würde ich nichts trinken. Wovon? Achso, ja, das Wasser hier würde ich auch nicht trinken. So, komm, wir... Oh, oh Gott! Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Ein ganz kleines bisschen. Ich wollte witzigerweise gerade sagen, gucken wir mal, ob hier noch mehr davon sind, weil ich nicht glauben wollte, dass es nur der eine ist. Und ja, in dem Moment springt der nächste aus dem Wasser und hat mich ein kleines bisschen überrascht dabei. Yeah, Kronkorken, die jetzt irgendwo im Wasser liegen, glaube ich. Das ist natürlich unpraktisch. Kriege ich die? Komme ich da dran? Ja. Sehr schön. Okay, die springen also hier aus dem Wasser mitunter. Überraschend. Muss ich also mit rechnen. So, wo seid ihr? Hier sind doch garantiert noch mehr. Das können doch nicht nur die beiden gewesen sein. Jungs und Mädels und Meyer Lurks überhaupt. Komm, ich mach mal einen Schritt schneller. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wieder tierisch erschrecke, wenn einer aus dem Wasser springt. Das waren doch nicht alle. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Aber hier ist tatsächlich gerade... Aha, aha. Ja, ich habe ein bisschen gezuckt wieder. Obwohl ich damit gerechnet habe. Aber ich bin ja doch prinzipiell sehr schreckhaft. So. Hier die hintersten Ecken. Sonst noch jemand, der uns angreifen will. Ich habe das lieber direkt erledigt, als dass ihr uns gleich irgendwie in den Rücken fallt. Okay, so, ich glaube, das war es dann sogar. Hier im Wasser zumindest, wie es aussieht. Okay, dann fangen wir einfach mal hier an der Ecke an. Hier konnte man, glaube ich, gut raussteigen. Oh, da ist noch was. Irgendwo, da vorne. Da ist noch einer. Oh Gott, da ist gerade nicht mehr viel übrig geblieben von dem Vieh. Aber es lebt noch. Der ganze Panzer ist weggebrochen. Der ganze Panzer war schon weg. Es hat aber noch gelebt. Oh, das war schon fast... grausam. So, jetzt gehen wir hier raus. Oh, da liegt was. Ein Heft. Ja, ein Heft. Die unaufhaltsamen drei. Perfekt. Sehr cool. Wir finden im Moment sehr regelmäßig Hefte. Ich habe gerade erst zweimal die unglaublichen Geschichten da gefunden. So, was haben wir? Du erhältst dauerhaft eine Chance von +1%, den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie groß diese Chance vorher war. Im Zweifelsfall beträgt sie jetzt 1%. Ah, hier ist schon die signierte Baseballkarte. Die haben wir schon mal. Kann ich, ja, heranzoomen ein bisschen. Okay, weiter geht's leider nicht. Matt the Missile. Gott, ich kann das gar nicht lesen. Murtaugh. Ich weiß es nicht. Matt the Missile kann ich, glaube ich, zu lesen vorne. Naja, cool. Das ist also die signierte Base... Ah, da steht's auch. Ja, Murtaugh. Oder wie auch immer man das aussprechen möge. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir die signierte Baseballkarte schon mal. Und damit ein Drittel der Aufgabe. So, dann gehen wir hier mal über die wackeligen... Ah ja, das ist der Abort. Sehr schön. Den Metalleimer lasse ich mal stehen. Den will ich nicht. Der stinkt. So, über die wackelige Konstruktion ins Mini-Raumschiff.
wo mal ein Baum stand oder wo ein Baum wachsen wollte. Was liegt hier? Seife. Achso, das ist vielleicht, ja, das Badezimmer. Ich weiß es nicht. Auch schön. So, da vorne liegt wieder was. Ah, im Safe. Okay. Das ist bestimmt der Handschuh. Oder der Baseball. Vielleicht auch beides sogar. Wäre auch eine Möglichkeit. Warum hat man die Karte denn da draußen im Sumpf liegen lassen, wenn die wertvoll ist? Obwohl wahrscheinlich gibt es heute niemanden, der sich daran erinnert, dass sie wertvoll ist. Oder für den sie eben wertvoll ist. So, hier ist der signierte Baseball. Den haben wir also auch. Ah, da sind gleich mehrere Signaturen drauf. Unterschriften. Ben Red Rod. Keine Ahnung. Interessant. Schön. Den haben wir also auch schon mal. Außerdem Patronen, Fusionszellen, Kronkorken, Schrotpatronen, Vorkriegsgeld, der Rest bleibt da. Ja, und damit fehlt dann nur noch der signierte Handschuh. Das ist er nicht. Baseball-Handschuh. Auf jeden Fall scheint hier ein Baseball-Fan gelebt zu haben. Da vorne ist die Markierung. Ich schaue mich aber hier noch kurz um. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Huch, jetzt, ja, bin ich schon hier runtergefallen. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich glaube, macht keinen Unterschied. Ich wäre jetzt sowieso die Treppe runtergegangen, von daher... Na, hier komme ich nicht durch. So, hier ist nichts drin. Dann nochmal schnell ins Nachbargebäude. Ja, ist doch ein ganz überschaubarer Ort eigentlich. Wohoho. Mach das doch nicht. Was, wo ist es? Ach, hier, Eier waren hier. Okay. Zack, zack, zack. Einfach mal wild in die Gegend geschossen. Die habe ich gar nicht gesehen hier, die Eier. Na, komm her. So, ah, da drüben schwimmt noch was. Das ist ein Stück geflogen, wie es aussieht. So, und da vorne habe ich das schon. Ach so, ja, das war von einem der Großen. Naja, okay, so, dann schauen wir uns hier noch kurz um, im wahrscheinlich letzten Raum sogar. Oh, Raketen, Patronen, Scharfschützengewehr. Cool, ich hatte schon fast befürchtet, dass das ein größerer Ort sein könnte und die ganze Geschichte etwas länger dauert, bis man alle drei Sachen gefunden hat. Aber jetzt war es ja doch recht überschaubar und ging eigentlich ganz schnell. So, hier haben wir den signierten Fanghandschuh. Auch mit mehreren Unterschriften drauf. Ja, wahrscheinlich von der ganzen Mannschaft. Ich weiß nicht genau, aus wie vielen Leuten eine Baseball-Mannschaft genau besteht. Ja, aber schön. Bisschen merkwürdige Aufbewahrungsorte für wertvolle Dinge, aber meinetwegen. So, haben wir es doch. Und wo müssen wir hin? Mo Cronin. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich würde tippen, dass er wahrscheinlich in Diamond City lebt. So, wir gehen mal hier gerade ein Stück raus. Ah, da vorne das kleine Häuschen schauen wir noch gerade. Das Empfangshäuschen hier. Hier ist ein Schreibtisch drin. Der ist allerdings leer. Was sehen wir auf dem... Hoffentlich ist das Wasser. Auf dem Bilderrahmen? Nichts. Schön, es ist wirklich nur der Bilderrahmen. Kein Bild drin. Ja, okay, gut. Dann haben wir damit das, wie hieß das, Westing-Anwesen oder sowas, haben wir dann auch erledigt. Genau, Westing-Anwesen. So, und tatsächlich haben wir hier eine Markierung in Diamond City. Da kam also der Auftrag her. Diamond City, ja, ich reise mal zum Markt, würde ich sagen. Und dann suchen wir mal den Kollegen, der das Zeug haben wollte. Na, irgendwelche... Ah, warte darauf, dass der... Was? Berge Atommine aus Wilson... Wilson was? Wilson wo? Habe ich das jetzt schon markiert? Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist, glaube ich, unter Sonstiges. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon eine Markierung für habe. Nee, habe ich nämlich nicht. Berge Atommine aus Wilson Atomatoys Firmenhauptsitz. Ach, ist das nicht da, wo ich sowieso nach einem Giddy-Up-Teil suchen soll oder so? Mal gerade schauen. War das nicht hier unten irgendwo? Such in der Atomatoys-Fabrik nach Spielzeugteilen.
Da ist aber die andere Markierung jetzt nicht. Oder liegen die genau übereinander? Aber ich glaube nicht. Wo ist denn meine Atommine? Oder gibt es noch eine andere Spielzeugfabrik? Oder Hauptzentrale oder was auch immer? Nee, sonst sehe ich aber auch keine neue Markierung. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch hier unten sein wird. Und hier sollten wir für einen der Ghule aus der Slog, glaube ich, sollten wir nach Spielzeugteilen, ich glaube für ein Giddy-Up Buttercup-Pferdchen suchen. Ich meine, das wäre hier oben aus der Slog eine Aufgabe gewesen. Naja, okay, jetzt haben wir aber erstmal hier die Aufgabe mit den Baseballs. Aha, ich wusste es doch. Doch, Todesschützen. Wollte ich gerade beim Ankommen fragen. Gibt es hier... Ah, nee, warte. Die Waffe... Halt. Die Waffe sollte ich nicht nehmen. Dann habe ich nämlich gleich die ganze Stadt auf dem Gewissen. Wir nehmen was anderes. Aber was? Die sollte ich auch nicht nehmen. Die macht auch zu viel Kollateralschaden. Ach komm, nehmen wir das Gauss-Gewehr mal wieder. Ich hoffe, das funktioniert besser. Und ist ein bisschen zielgerichteter. Jawohl, sehr schön. Das war der erste. So, und hier hockt der zweite. Komm, dem pusten wir die Rübe weg. Perfekt. Sehr schön. So, und wo ist jetzt der Kollege, der Baseballzeug wollte? Bei der Security? Nee. Hier irgendwo weiter nach oben steht die Markierung. Das eine ist der Ausgang, nehme ich an. Und das andere könnte dann vielleicht sein, dass das derjenige war. Ich weiß es nicht. Wer war denn das? Wer wollte irgendwas haben? Hier ist keine Markierung. Ist das jemand, der da oben... Ja, 22 nach oben. Achso, da war aber... Da ist doch ein Aufzug, oder? Genau, von hier unten aus. Ah! Das war ein bisschen tief. Aber wer zu faul ist, um zu laufen, der springt halt. So, hier war doch irgendwo ein Aufzug. Dann fahren wir mal nach da oben. Da ist auch wieder eine Tür angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob da noch Privaträume waren. Ach komm, fahr doch schneller. Komm schon! Ich habe begrenzte Sendezeit. Mehr oder weniger. Selbst auferlegte Grenzen. Na also. So, haben wir nochmal einen schönen Ausblick hier auf Diamond City. Sehr schön. Da hinten im Hintergrund die Mauer, die nach wie vor grün ist. Müsste ich eigentlich mal gucken gehen, ob der weitere Farbe braucht, der Abbott. So, da sind wir. Ach so, aber das ist auch nur wieder... Ist das nicht auch nur wieder der Ausgang, der markiert ist? Da komme ich doch auch nur wieder nach... ins Commonwealth raus, oder? Moment, wo muss ich denn hin? Moment, jetzt muss ich erstmal schauen. Nee, ich bin doch falsch hier. Oder? Ah, hier ist wieder Beaver Creek. Mo Cronin, wo ist denn der? Das scheint da hinten irgendwo zu sein. Neben meinem Haus hier in Diamond City. Also hier bin ich definitiv falsch. Weil ich glaube, wenn ich mit dem Aufzug fahre, komme ich nur vorne wieder in den Eingangsbereich. Das ist ja blöd. Jetzt bin ich umsonst hier hochgefahren. Obwohl, die Aussicht ist es ja schon fast wert. Ist ja eine schöne Aussicht. Ein bisschen Überblick hier über die Stadt. Aber ich frage mich gerade, wo ich tatsächlich hin musste für die Baseball-Sachen. Ach doch, da war doch ein Laden. Da war doch ein Laden, glaube ich. Der hat doch, hat er uns nicht über Baseball noch erzählt und hat noch irgendwie... Die haben das total falsch interpretiert irgendwie. Die dachten, die gehen aufeinander los und schlagen sich mit den Schlägern und so weiter. Hier war doch ein Laden von Baseball-Zeug. Wer war denn das? Nee. War das hier? Wo ist der Typ? Jetzt sag mir nicht, der wurde irgendwann hier im Laufe der Zeit erschossen. Bist du das?
Ansässiger. Wo ist denn der Typ, der hier den Laden hat? Wie spät haben wir es denn? Ist nicht die Zeit für Läden? Wo steht denn die Uhrzeit noch gleich? 7.40 Uhr am Morgen. Ach, wahrscheinlich kommt der gleich erst. Ach, Mann. Stimmt, ich glaube, hier der Typ hat uns das aufgegeben, die Aufgabe. Gibt's hier irgendwas Neues? Nee. Komm schon, Typ, wo bist du? Mach deinen Laden auf. Kann ich hier irgendwo warten einfach? Wir warten einfach mal, ja, eine Stunde, würde ich sagen. War das schon eine Stunde? Ah, auf jeden Fall sind die Läden jetzt offen. So, und da steht doch jemand. Das sieht doch vielversprechend aus. Bist du... Ja, das ist Mo Cronin. Hey, Mo. Hattest du Glück mit den Relikten? Die Zukunft des Baseballs könnte davon abhängen. Ja, hatte ich. Ich habe alles da. Dein Mut gefällt mir. Lass mich mal sehen. Oh, dieser Baseball ist echt irre. Die Bälle wurden von den Spielern signiert und den Kindern der im Spiel getöteten Gegner gegeben. Oh, schau dir die Karte an. Siehst du die Zahlen auf der Rückseite? Das sind die Gegner, die von dem Spieler zu Tode geprügelt wurden. Oh, schau dir das Leder auf diesem Handschuh an. Die besten Spieler haben damit Kugeln gefangen. Echt wahr? Das ist alles auf der Liste. Danke. Was mich angeht, gehörst du ab jetzt zu den größten Baseballsammlern. Herrlich. Raus ins Left Field. Haben wir damit erledigt. Genau, das meinte ich. Er hat sich das so zusammengereimt, dass das der Sport war. Die Bälle wurden den Kindern der im Spiel getöteten Gegner gegeben. Herrlich. Genau, das ist seine Vorstellung von Baseball. Wer steht hier? Wer sind Sie? Junge Dame? Eine Ansässige? Aha. Interessante Ausrüstung, die sie hier dabei hat. Die sieht eigentlich mehr aus, als würde sie von der Insel kommen. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben, in der Stadt zu leben. Er rettet ein, zwei Leute und schon vergessen alle, dass er ein verdammter Sünd ist. Okay, sie sieht nett aus und in ihr steckt ein Arschloch. Wie es so häufig ist. Was ist los mit dir, Darcy? Was willst du von mir? Ich habe nicht zugehört. Entschuldigung? Du hast noch nichts über Paul rausgefunden, oder? Was? Über Paul? Was? Henry Cook? Paul ist tot? Was? Fragezeichen? Hast du mal Cook gefragt? Oh, du hast es noch nicht gehört. Henry ist tot. Jetzt fürchte ich... Ich will einfach wissen, was mit Paul passiert ist. Wer waren denn diese Leute? Offenbar weiß ich, dass Paul tot ist, was mir jetzt leid tut, ihr sagen zu müssen. Wer war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich sag's ihr mal. Paul ist tot. Oh mein Gott, woher weißt du, was passiert ist? Ich hab ihn getötet, eventuell? Ah, der hatte mit dem Überfall auf den Chem-Deal zu tun. War das der, der überhaupt erst... War das der, der den Henry Cook überfallen wollte und wir haben den erschossen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Worauf wartest du noch? Ich kann es nicht sagen. Ja, wahrscheinlich stecke ich ziemlich mit drin und bin vielleicht auch dafür verantwortlich. Keine Ahnung. Kann ich vielleicht was für dich tun? Nein. Nein. Es tut mir leid. Ich muss jetzt gehen. Okay, ich bin drum rumgekommen, ihr zu sagen, woher ich das weiß. Ja, tut mir leid für Paul, glaube ich. Vielleicht auch nicht, vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, gut, wir haben die Baseball-Geschichte erledigt und somit jetzt drei Markierungen weniger auf der Karte, was mich irrsinnig freut, irgendwas in der Richtung wollte ich sagen. Und, ja, ich weiß noch nicht genau, wo wir beim nächsten Mal weitermachen, aber wir werden hoffentlich wieder was Sinnvolles machen und weitere Markierungen eliminieren und dann nach und nach die Karte ein bisschen aufräumen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen heute, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, macht's gut und bis dann.